Noch immer lässt Hauptkommissar Axel Bergmann der Fall nicht los. Die Ermittlungsakte betrifft das mysteriöse Verschwinden von Rainer und Christine K. aus Bad Nenndorf in Niedersachsen. Vor 3 Jahren fliegen sie zum Wanderurlaub in die Dominikanische Republik. Doch dort verliert sich ihre Spur. Der letzte gesicherte Kontakt, wo wir wissen, dass sie noch gelebt haben, war der 11. Mai 2015. Dort haben sie ihre Schlüsselkarte das letzte Mal benutzt, die Schlüsselkarte des Hotelzimmers. Und es gibt auch eine Aufnahme der Sicherheitskameras in dem Hotel, dass das Ehepaar das Hotel mit leichter Wanderkleidung verlassen hat. Vermutlich, um ein Naturschutzgebiet ganz in der Nähe des Hotels in der Dominikanischen Republik zu erkunden. Ein Ausflug, von dem das Paar offenbar nie zurückkehrt. Tage später jedenfalls warten Angehörige am Flughafen Hannover vergeblich auf die Rückkehr der Urlauber. Als das Paar weder auftaucht noch auf Anrufe reagiert, wird es als vermisst gemeldet. Die Polizei befragt das Umfeld, auch hier am Arbeitsplatz von Christine K. in Bad Nenndorf. In jede Richtung wird ermittelt. Wir haben natürlich mit der Fluggesellschaft und der Reisegesellschaft Kontakt aufgenommen. Wir haben die Wohnung aufgesucht, haben uns auch von einem Richter einen Beschluss geholt, dass wir in die Wohnung reingucken dürfen. Doch all das bringt die deutschen Ermittler nicht weiter. Sie wenden sich an ihre Kollegen in der Dominikanischen Republik. Die starten eine große Suchaktion mit Hundertschaften und Hubschraubern, ohne Erfolg. Auch im Hotel keine Hinweise, was mit Rainer und Christine K. passiert sein könnte. Wir mussten ja zu dem Zeitpunkt von allen Möglichkeiten ausgehen, unter anderem auch davon, dass sie einfach weg wollten. Doch das Zimmer im Hotel scheint unberührt. Hätten die Eheleute tatsächlich untertauchen wollen, wären vermutlich viele persönliche Gegenstände nicht zurückgelassen worden. Für wahrscheinlicher hält die Polizei darum ein unfreiwilliges Verschwinden. Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt von 2 Möglichkeiten aus. Das eine ist die Möglichkeit, dass sie im Urwald verunfallt sind, vielleicht nicht mehr zurückgefunden haben, sich verirrt haben und dort dann im Urwald verstorben sind. Die zweite Möglichkeit, in einer der großen Städte, La Romana oder Santo Domingo, einer Straftat zum Opfer gefallen sind. So oder so, die Ermittler haben die Suche nach Rainer und Christine K. vorerst eingestellt. Sie hoffen aber weiter auf eine entscheidende Spur, um das Verschwinden der beiden Eheleute doch noch aufklären zu können.